Willkommen zurück. Ich hoffe mal, wir finden jetzt langsam mal diesen scheiß Jahrmarkt. Wir sind ja die ganze Zeit nur sinnlos am... Oh, hier, da wollte ich halt noch zuhören, was sie sagen. So, was gibt's? Okay. Die sind leise. Gibt es Sachen zum Einsammeln? Nein. Ah. Merkwürdige Leute. Oh, hier noch ein Kolibri. Feuerwerk. Und eine Kiste und ein Fass. Das mal alles weg. Ah, Hammer. Special Firework. Was machen die Kinder jetzt schon wieder? Auf, was du sagst, mein Freund. Solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Hier gibt's Stress und Geld. Was ist los mit euch hier? Schau mal, das ist so ein hässliches Mädchen. Wieso sind die ganzen... Ey, die hat braune Haare? Achso. Na gut, die Frauen haben braune Haare. Aber die ganzen Kerle sind blond. Na gut, der hat gar keine. Oder... Ah, nicht viel. So, hier, durchsuchen. Money, 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 money. Ein Abel. Und noch ein Abel. So, können wir das durchsuchen? Nein. Geld auf der Türschwelle. Auch nicht. Und hier übers Kind, übers Kind. Boah. Hast du voll erschrocken, ne? Hast du Angst jetzt? Oh. Hat die Hure gewonnen. Also voll mit dem... Warte, warte, ich mach mit. Warte, beim nächsten Mal. Okay, ich mach gegen dich. Leg los. Ach, ich wollte eigentlich was reinrufen. Okay, los. Schere. Na, gewonnen. Papier, hä? Da guckst du. So. Oh, was liegt hier? Portemonnaie. So, und hier? Nichts. Aber wieder eine schicke Statue. Was hat die? Ah, die hat einen Schlüssel. Und ein Dolch, oder? Ah, ne. Das ist nur eine Krempe am Rock. Oh, shit. Da müssen wir hin. Hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie. Telegramm Bam, für ins Gesicht. Zieh ab, Junge. Der Woods, Stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Nummer 77. Was zum... Na, nach rechts müssen wir. Also gehen wir nach links. Oh, schicke Hut. Schicke Melone, Kollege. Schicke Melone, Kollege 2. Oh, hier, Money. Mülltonne durchsuchen. Gibt's nichts oder was? Doch, Geld. Chips. Und was ist das hier? Limonaden trinken. Salz gibt's da. Oh, hier. Die wird gleich geraped. Aber kräftig. Deswegen lassen wir die beiden mal alleine. Und schauen mal hier lang. Zack. Da will ich hin. Kann man reinzoomen? Nein. Gibt's ja sonst noch was? Zu sehen? Nö. Nichts Besonderes. Außer Feuerwerk! Feuerwerk ist klasse. Dritte von 37 Touristenattraktionen hier. Guten Tag, mein Freund. Hallo? Setz dich erstmal ordentlich, bevor du mit mir redest. Oh, was ist das ein hässliches? Was mördert der Krähen? Wollen wir reingehen? Würdet ihr das glauben? Würdet ihr das glauben? Müssen wir nach unten oder nach oben?
Was sagt's? Okay, gehen wir erstmal hier runter gucken. Da ist eine Mülltonne. Da ist bestimmt Geld drinne. Und eine Bank mit Scheiße drauf. Was ist denn das? Erdnüsse. Und Popcorn. Popcorn. Und eine Limonade. Okay, das war's schon. Oh, da geht's zum Jahrmarkt. Da geht's los. Sagen die da was? Die sagen was. Ist sie nicht eine Schönheit? Wer? Achso, sie? Weißt du, alle Einwanderer sind hier durchgekommen. Ja, wunderschön. Ich wünschte, die würden doch normale Leute aufnehmen. Heute musste schon jemand sein. Heute musste schon jemand sein? Und wer sind wir? Sind wir was Besonderes? Ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann. Würdet ihr mir glauben? Wer labert denn hier? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann. Würdet ihr das glauben? Also die Mädchen haben jetzt nicht unbedingt viel Auswahl an Kleidung, so wie es scheint. Ja, Entschuldigung, ich bin kein Pädophiler, ganz ruhig. Gib mal das Popcorn her. Hallo, mein Freund! Oh, der... Können wir dem das Popcorn klauen? Scheiße, ich will dem Kind das Popcorn klauen. Na, ja, gibt's nichts weiter. Also, Polizei. Unser Freund und Helfer. Was kann los? Ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Warum? Wir bereiten schon das Feuerwerk vor. Da hinten ist genug TNT, um ganz Peking in die Luft zu jagen. Wieder mal. Na, gesperrt. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Ah, das ist doch echt wack. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch denn hier die ganze Zeit die gleiche Scheiße Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Ja. Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann. Oh hier. Würdet ihr das glauben? Nun, Freunde. Na, lass mal einen gucken. Ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaft. Ich spreche von Kräften, produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten, und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Alles klar. Nee, ich finde den Propheten sagen, immer noch scheiße. Dass ein Mensch Blitze oh ja, komm, wiederhol dich gleich nochmal. Wir stehen immer noch dieselben Leute und glaubst schon wieder denselben Kack. Oder, dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst gibt's sonst noch was? Was ist das denn? Ah, hier. Diese Rabenpower, die kenne ich schon. Das hier kenne ich auch. Ja, die kenne ich alle schon. Nice. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaft. Also noch nichts Neues. Produziert von Mr. Jeremiah Fink. Die einzige Marke extra für Kinder. Ist klar, Alter, was ist da los hier? Ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Übel. Noch hier, fressen, klauen. Mache Platz hier, Kollege, ich klaue. Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, Bockender Bronco. Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestutzt werden? Bockender Bronco. Gleich. Eine Kiste. Was drin? Schokoriegel und Geld. Solo auf den Skylines zu fahren, war die Idee von Jugendlichen. Kleine Draufgänger hatten nicht mal ordentliches Gerät dafür. Bevor Fink die Skyhooks rausbrachte, hat sich mehr als einer bei einer Fahrt den Hals gebrochen. Crazy Shit. So, wo fangen wir denn an? Wir sind jetzt hier voll auf dem Jahrmarkt. Gehen wir direkt erstmal hin. Cast out the devil. Ah, fuck. Wo müssen wir hin? Nach links. Also gehen wir jetzt hier hin und dann gehen wir nach rechts.
Ja, ja. Was gehoben, gelüpft, geworfen oder umgeschlagen? Geht los hier. Komm, lass ihn gucken. Hit the devil 3 times, alright. L2, um die Kraft zu benutzen. Ach, da. Woo. Und wo ist er? Da ist er. Bam, in dein Gesicht. Und nochmal. Jetzt ist er in der Mitte, oder? Da ist er. Bam, wieso hat mich jetzt selber mit ausgehoben? Wow, wir haben gewonnen. Crazy shit. Krieg ich jetzt ja auch so Marken, um das irgendwo gegen Kuscheltiere einzulösen? Ne, natürlich nicht. Ja gut, das war jetzt nicht so spektakulär, aber weiter geht's. Ja, wir gehen... Was gibt's hier? Was ist das denn? Der ist leer, der Laden. Keine Angst! Ich weiß Rat! An die Flinte und los geht's! An die Flinte! Perfekt! Da bin ich richtig, hier. Okay, 20 Dinger, um Geld zu gewinnen. So, leg los. Was muss ich denn treffen? Achso, nee, ich muss die hier treffen. Ich dachte, jetzt muss das Ding dann da mit treffen. Na komm hier. Weiter geht's, weiter geht's. Hä? Den hab ich verfehlt, oder? Na komm, ich brauch mehr. Bam. Bam. Ach, scheiße, ich muss jedes Mal erst nachladen. Zweiter Platz. Nee, komm, das machen wir nochmal. Erstmal mit der Steuerung klarkommen und dann fick ich alles weg. Zweiter Platz. Komm hier. Laber mich nicht dicht, ich will nochmal. Ja, 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 los, los, los. Probier es mal. Jetzt weiß ich ja, was ich treffen muss. Ich dachte erst, dieser Kreis da, das Ding bewegt sich jetzt die ganze Zeit und ich muss das treffen, aber das ist ja gar nicht das Ziel. Okay. Das ist manchmal ganz schön irgendwie, keine Ahnung, macht da nicht was für. Aber das ist erstmal egal. Es geht hier um den Spaß auf dem Jahrmarkt. Manchmal schießt er nicht. Komm, noch 3. Bam. Highscore. Und wir machen noch mehr, komm. Ja, perfekt. Aber was kriegt man da? Was ist denn das? Nur 5 Punkte. Ja, nee, da sind wir leider doch schon zu gut dafür. Trifft der überhaupt was hier? Da kommt doch gar nichts vorbei. Der schießt einfach. Der Vollidiot. Oh, was macht der hier? Einfach nur Bälle werfen? Ist ja langweilig. Oh, hier hatten wir aber... Ah, leer. Oh, hier. Hau den Lukas. Wie machst du das? Also so macht er von alleine. Und natürlich ganz nach oben. Easy. Und nochmal. Wieso gewinnen wir hier nichts? Bam. Und wieder nach oben. Okay, unspektakulär. Was ist das hier? Jahrmarktverlosung. Ich will auch Zuckerwatte. Und so ein Teddy. Ich will so einen verschissenen Teddy. Oh, diese Cyberspace Pferde mit Rädern und allem drum und dran. Was gibt's hier noch so? Gibt's hier Zeug zum Einsammeln? Natürlich. Boah, hier. Rauchen sich übelst zu. Was ist das von der Jugend hier? Ah, hier gibt's nichts. Ah, ja. Geld. Wuhu. Gut, wir müssen nach da drüben. Also gehen wir hier oben lang. Schon mal benutzt?
Was? Nein. Achso. Ich schon. Ja, ja, laber nicht. Lügner. Doch, hätte mir fast die Fenster weggepustet. Halt mal die Fresse, Junge. Was gibt's hier? Okay, der glotzt einfach nur. Der glotzt genauso. Die Wunder an Fortschritt und Wissenschaft, die wir schon erlebt haben. Mhm. Erzähl. Bald schicken Fink und Lotes Menschen zum Mond. Wäre das nicht verrückt? Mondmenschen. Natürlich. So, die restlichen Jahrmarktbuden werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Also, ciao, ciao.